Für CarPlay in Kalimoto gab es ein kleines, aber feines Update und ich möchte euch da mal ein bisschen was zeigen davon. Man sieht es hier direkt in der App, ein neues Feature, was gekommen ist, Straßensperren. Ich habe dann geguckt, Straßensperren, die in der App angezeigt werden, sieht man im CarPlay-Screen derzeit noch nicht. Diese Straßensperren betreffen hauptsächlich diese periodisch temporären Sperren, vor allen Dingen am Wochenende für Motorräder. Und ich hoffe, dieses Feature lässt sich auch deaktivieren, weil diese Straßen oft dann genau deswegen die interessanten Straßen für die Roadster und Cabrios sind. Entschuldigung, liebe TÜV-Fahrer. Was noch? Das Aufrufen der Touren hat direkt geklappt. Das werde ich nochmal ein paar Mal verifizieren, ob das wirklich ist, aber das war bislang reibungslos. Das schaut gut aus, oder? Und eben, wenn man jetzt die Tour aufruft, man sieht es ja auch im Vergleich nochmal mit dem Screen in der App nebendran. In der App taucht eben diese temporären Straßensperren auf. Im CarPlay hat man das nicht. Mal gucken, ob das noch kommt. Ein Problem eher der kosmetischen Art sind die Kacheln auf der Navigation. Man sieht das hier oben. Die Kachel ist hell, das ist der Tagmodus. Unten die Kachel ist schwarz, das ist der Nachtmodus. Das ist eine Vermischung, die tritt vor allen Dingen auf, wenn das Navi schon mal gelaufen ist, der Motor dann aus war und dann neu gestartet wird. Dann habe ich dann oft diese Vermischung von den zwei Modi auf einem Screen. Das obere ist vor allen Dingen dann unkommod, der Helm-Modus, weil sich dann der Navigationspfeil sehr schlecht ablesen lässt, weil der selber auch weiß ist. Das ist generell ein Problem für den Tagmodus. Man kann das aber relativ einfach zurückstellen, habe ich herausgefunden. Jetzt zum Beispiel bei dem Auto, indem ich das Licht einschalte und dann an der Drehregelung für den Display-Helligkeit drehe, dann geht das kurz in den Nachtmodus und wieder zurück in den Tagmodus und das ist wieder eine Art so ein Reset. Das weitere ist dann das Zoom-Verhalten. Das ist immer noch so, dass ich zwar hier so rauszoomen kann während der Fahrt, aber es springt dann immer sofort auf einen fest eingestellten Zoom-Level zurück. Das ist ein bisschen unkommod, aber eher auch eine optische Geschichte. Ja, was ich leider auch beobachtet habe, diesmal ist wieder ein Crash. Es war jetzt nicht unmittelbar nachzuvollziehen, warum der Crash aufgetreten ist. Das war kurz vor einem Abzweig in einem Kreisverkehr, war ansonsten jetzt keine außergewöhnliche Situation. Ich habe dann anschließend angehalten, noch versucht, es ließ sich leider kein Crashlog abschicken, das war dann vielleicht schon wieder zu lange, und habe mir das Problem noch ein bisschen angeschaut dann. Man kann ja die Aufzeichnung im Kalimoto-Portal dann später anschauen und man sieht da an der Stelle, bei 1 hat die Aufzeichnung der Daten aufgehört, bei dem Punkt 2, das war, wo der Crash eigentlich passiert ist, und Punkt 3 dann, wie ich das dann angehalten und wieder aufgenommen habe. Das ist Kaffeesatzleserei. Was eben sein kann, ist, dass Kalimoto hier Daten immer verzögert, erst sammelt und dann an den Server nach Hause schickt und dass das der Moment ist, wo das crasht. Aber das ist eine reine Spekulation. Ja. Schauen wir uns die Sache mit dem Crash mal an. Ich habe jetzt nichts gefunden. Suchen wir die Tour nochmal auf. Dann navigiert er nicht. Das ist dann das Typische, wenn er da blockiert. Mal da rein. Ich kann also hier die Karte nicht bewegen. Das hier geht schon. Ich kann die Karte nicht bewegen. Ich kann jetzt auch hier meine geplante Route nicht abrufen. Nichts.
heißt, da muss ich wirklich die App hart beenden. Gut, beende ich das hier. Kalimoto wiederherstellen. Okay. Weiterfahren. Start. Weiter geht's. Gut. Das ging also. Er will jetzt natürlich zurück zu dem Startpunkt. Und jetzt muss ich erstmal die Punkte überspringen. Das kann ich hier nicht. Also muss ich wieder in die App rein. Muss sagen, überspringen. Route wird neu berechnet. Überspringen. Via-Punkt erfolgreich übersprungen. Überspringen. Das muss jetzt im Moment. Via-Punkt erfolgreich übersprungen. Via-Punkt erfolgreich übersprungen. Sieht jetzt, wird es langsam schon besser. Via-Punkt erfolgreich übersprungen. Das ist jetzt korrekt. Gut. Via-Punkt erfolgreich übersprungen. Dann schauen wir mal weiter. Via-Punkt erfolgreich übersprungen. 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 Links abbiegen. Rechts abbiegen. Im Kreisverkehr Ausfahrt 3 nehmen. Tour pausiert. Wurde beendet.